Hallo, was ist das Thema heute? Das Thema heute ist der Boden im Aquarium, ganz besonders der Nährboden. Denn ganz oft hören wir, mein Aquarium funktioniert auch ohne Nährboden, alles wunderbar. Und das wollen wir euch heute zeigen, warum das noch viel, viel besser geht. Das ist ein neues Format, und zwar das Dennerle Labor. Ich bin Christian Homrickhausen, ich bin Biologe von Hause aus und habe ein Aquarium, seit ich 7 Jahre alt bin. Und als Biologe bin ich natürlich ausgebildet in Chemie, in Biologie, in Physik, interdisziplinäre Wissenschaften. Da kommt man manchmal auch als Klugscheißer rüber, aber das ist halt so in einer guten Ausbildung. Ein Aquarium. Wir fangen mit dem normalen Glaskasten an und dann kommt der Bodengrund. Und dabei haben wir schon eine wichtige Entscheidung zu treffen, nämlich, welche Art von Boden will ich? Welche Farbe soll er haben? Ich habe hier zum Beispiel mal einen braunen und einen schwarzen Kies mitgebracht. Das kann ich entscheiden. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich mich um meinen Bodengrund kümmere bei meinem Aquarium, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ist der Boden einmal drin, ist es vorbei. Dann muss ich alles wieder tauschen. Und ganz wichtig, unter meinen Kies, auf den gucke ich, unter meinen Kies kommt der sogenannte Nährboden. Und um den Nährboden werden wir uns heute ganz besonders kümmern. Denn wir hören auf Messen ganz häufig, Nährboden braucht man alles nicht. Aber es ist total wichtig. Denn wenn man sich mal hier eine Wasserpflanze anschaut, hier eine Kryptokorine, die hat natürlich ein irres Wurzelwerk. Und dieses Wurzelwerk geht runter, wächst durch den Kies durch, in den Nährboden rein und holt sich da einen Großteil ihrer Nährstoffe. Hier bei uns im Dennerle Labor gucken wir als erstes mal auf die Natur. Wie wachsen Pflanzen im Naturstandort? Und das ist eine wilde Mischung. Da sind Kiese drin, da sind organische Materialien drin. Und ganz wichtig, der Boden lebt. In der Natur habe ich ganz viele Mikroorganismen, die den Schlamm zersetzen. Jeder, der das letzte Mal in einen Badesee reingelaufen ist, der wird festgestellt haben, an den Füßen, da ist alles voller Schlamm. Und da sind ganz viele Mikroorganismen, die remineralisieren die Organik, sodass sie pflanzenverfügbar ist. Das gibt natürlich eine Riesensauerei, wenn ich sowas in meinem Aquarium nachbilden will. Von daher müssen wir da anders vorgehen. Im Aquarium haben wir den Kies. Der hat die Funktion, dass sich die Pflanzenwurzeln darin verankern. Und der ist natürlich völlig wasserneutral. Der ist pH-neutral, der enthält keinerlei Nährstoffe. Der hilft also meiner Pflanzenpopulation überhaupt nicht. Und dafür müssen wir einen Nährboden reinbringen. Und dieser Nährboden, der sorgt für Verhältnisse wie im Naturstandort, nur nicht so unaufgeräumt. Der Nährboden ist die wichtigste Komponente in meinem Aquarium, damit es hinterher als Kreislaufsystem, als Aquarium in Balance funktioniert. Das war bei Dennerle schon immer so. Und das Produkt, was ich zeige, das Deponitmix, das gibt es schon über 50 Jahre. Damit hat der Firmengründer Ludwig Dennerle angefangen. Das war das erste Produkt, was aktiv für Pflanzen auf den Markt gebracht worden ist. Und der Dr. Grekenkort an dieser Stelle, hallo Doc, der ärgert sich immer so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen despektierlich sagen, da ist der Dreck im Eimer. Natürlich nicht. Das ist ein Hochleistungsprodukt, was über die Jahrzehnte immer weiter verbessert worden ist. Und im Grunde besteht es zu einem großen Anteil aus Sand. Dieser Sand, der ist dafür da, um die anderen Komponenten aufzunehmen und vernünftig im Mischungsverhältnis zu verteilen. Dann Pflanzen. Wurzeln lieben leicht saure Verhältnisse, also einen pH-Wert unter 7. Da sind verschiedene Torfarten noch drin. Und diese Torfarten, die reduzieren den pH-Wert. pH-Wert gibt es auch ein separates Video zu. Der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration. Machen wir aber später. Dann haben wir Tonmineralien da drin. Und diese Tonmineralien, die funktionieren wie ein Akku. Die nehmen Nährstoffe auf und geben Nährstoffe wieder ab. Das heißt, ist zu viel im Nährboden drin oder in der Umgebung des Nährbodens, dann nehmen die Tonmineralien die Nährstoffe auf. Ist es zu wenig, geben die Nährstoffe wieder ab. Das heißt, die Pflanzenwurzel hat immer genau die richtige Menge an Nährstoff. Dann haben wir in unserem Deponitmix diese kleinen
weißen Perlen, das ist ein bioverfügbarer Kunststoff. Den haben nur wir. Und dieser Kunststoff, da sagen wir immer dazu, das ist die Bakterientankstelle. Denn da drumherum siedelt sich das Leben an und wir haben ja gesagt, der Boden, der soll leben. Und die sind nach einem Jahr, sind die auch zersetzt, dann sind die weg. Aber bis dahin habe ich einen perfekt funktionierenden, lebendigen Nährboden. Und wir haben schon Mikroorganismen in unserem Nährboden drin. Der ist auch so ein bisschen naturfeucht. Und dafür haben wir auch Löcher im Deckel, damit die Mikroorganismen mit Sauerstoff versorgt werden. Wir sind auch die einzigen mit Löchern im Deckel, weil wir die einzigen mit Mikroorganismen sind. So, da ist er. Wir hören zu. Wir sind ganz oft gefragt worden, was man dagegen tun kann, wenn man jetzt eine Pflanze mit einem starken Wurzelwerk nimmt und die zieht man aus dem Bodengrund raus und dann kommt der Deponitmix einfach hinterher und wenn ich einen dunklen Kies habe, vermischen sich die beiden Sachen. Sieht nicht so ganz schick aus. Die Lösung steht hier. Deponitmix Black hat fast die gleichen Features wie unser Deponitmix. Natürlich auch lebende Mikroorganismen, Löcher im Deckel, ist klar. Und der Riesenvorteil, das Zeug ist dunkel, fast schwarz. Und das kann man schön sehen im Vergleich zu unserem schwarzen Kies. Wenn ich da jetzt eine Pflanze versetze, habe ich fast keinen Unterschied in der Farbe. Das heißt, wir haben zugehört. Dankeschön für die Anregung, die ihr uns gegeben habt. Und wir haben einen schwarzen Nährboden, der einzige schwarze Nährboden, den es gibt. Deponitmix Professional, Deponitmix Black. Die Reichweite ist irre. Ein Aquarium mit diesem Nährboden oder mit diesen beiden Nährboden kann bis zu 8 Jahre mit Nährstoffen versorgt werden. Super. Und was mir richtig gut gefällt, beide Produkte made in Germany. Und wir haben ja jetzt in Corona-Zeiten gesehen, wie wichtig es ist, die Lieferketten möglichst kurz zu halten. Also näher als made in Germany geht nicht. Wir haben jetzt über Deponitmix, Nährboden und Kies gesprochen. Das ist der klassische Weg, sein Aquarium mit Nährstoffen zu versorgen über den Bodengrund. Das ist so ein bisschen der katholische Weg. War schon eher da. Es gibt aber noch eine Variante, die nenne ich immer so ein bisschen gern die evangelische Variante, weil beide haben das gleiche Ziel, glauben an Gott, ewiges Leben. Aber Soil ist beides in einem. Soil ist Nährboden und Kies in einem Produkt. Soil heißt nichts anderes als Nährboden, ist Englisch. Und das ist eine gebrannte Vulkanerde, die schon die gesamten Nährstoffe enthält. Der größte Unterschied zum System Nährboden, Kies ist die Tatsache, dass ein Aquarium mit Soil ungefähr 2 Jahre lang funktioniert. Danach ist die Nährstoffversorgung erschöpft. Bis dahin ist Soil aber super leistungsfähig, weil wenn ich die Pflanzen einsetze, sitzen die ja schon direkt im Nährboden und dadurch fangen die auch sofort an zu wachsen. Weiterer großer Vorteil von Soil ist, ich gehe mit meinem pH-Wert ein bisschen runter, leicht unter 7, 6,5 und das mögen Pflanzenwurzeln. Und Soil ist in Kommunikation mit dem Wasserkörper. Das heißt, da werden ständig Nährstoffe aufgenommen, Nährstoffe wieder abgegeben. Da wird das Wasser auch gefiltert, gereinigt. Ein Aquarium, was mit Soil eingerichtet ist, das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn überhaupt kein Wasser drin ist, weil es das Wasser unheimlich klärt. Kleiner Produkttipp an dieser Stelle. Wenn Sie schon ein Aquarium haben, mit Nährboden am besten, mit Kies oben drüber und Sie wollen sich diese Eigenschaften vom Soil zunutze machen, nehmen Sie einfach einen Filternetzbeutel, füllen Sie da den Soil ein und packen Sie den in Ihren Innen- oder Außenfilter und Sie haben die gleichen Effekte. Ja, das war's aus dem Dennerle Labor. Ihr habt gesehen, warum Nährboden so wichtig ist, der richtige Bodengrundaufbau wichtig ist. Ihr habt den Soil gesehen. Und jetzt noch ganz zum Schluss ein kleiner Biologen-Klugscheißer-Tipp. Was passiert, wenn der Nährboden erschöpft ist oder man das nicht wusste und keinen Nährboden hat? Das kann man ganz einfach simulieren. Nicht ganz so gut wie mit dem Nährboden selber, aber es gibt 2 verschiedene Produkte von uns, die Powertubs und die Nutriballs. Die stecke ich an die Pflanzenwurzeln dran und da habe ich dann auch die Effekte von Düngung und Mineralstoffversorgung. Schönen Dank fürs Zuschauen. Hier sage ich auf Wiedersehen aus dem Dennerle Labor.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, klicken und ganz wichtig, was wollt ihr noch wissen? Was sollen wir für euch hier im Labor auseinandernehmen? Schreibt es in die Kommentare rein und wir kümmern uns drum. Danke!